Auf, ich steige jetzt auf das Pferd. Von meinem damaligen Mann, weil der hatte einen Autounfall und dem ging es ziemlich schlecht. Ja. Und die haben gesagt, Klimawechsel. Wir könnten jede zweite Woche ein Pferd aufnehmen, aber wir können das vom Platz nicht. Guten Morgen, grüße dich. Hallo, herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. So, das Aladdin. Schon begrüßt hier Aladdin von ganz vielen Hunden. Auch gleich. Und ganz vielen Pferden. Aladdin freut sich immer. Ja, Niki, schön, dass ich heute bei dir sein darf auf eurer riesengroßen Finca. Also ich habe ja nur einen Teil bis jetzt noch gesehen. Wir machen heute was ganz Besonderes. Und zwar, ich werde das erste Mal heute in meinem Leben auf einem Pferd sitzen. Also die Niki wir. Hat gesagt, ich schaffe das. Das schaffen wir. Das ist auch alles in Ordnung. Ja. Das schaffen wir ganz sicher. Mein Mann hat nämlich schon gesagt, pass bloß auf. Und halt, fall nicht, mir die, da ja nicht, halt nicht die Kamera auf dem Pferd. Fall mir ja nicht vom Pferd. Nein. Ich bin nein, sehr gespannt und ich freue mich. Ja. Und ja, ich bin gespannt, auch dich kennenzulernen. Ja, du wurdest mir quasi empfohlen, hey, du musst unbedingt die Niki besuchen. Und die macht hier ganz tolle Arbeit und du machst Pferdeausritte, du hältst Pferde, du hast wahrscheinlich ein hohes Wissen auch, was das angeht und überhaupt, ne, wieso du ausgewandert bist, wie viele Jahre du hier lebst. Also das alles werdet ihr hier in diesem Video erfahren. Also Niki, nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit und dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich extrem. Ich bin wirklich, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt gleich vor dem ersten Reiten, aber die Freude überwiegt. Vielleicht erzählst du so ein bisschen was von dir, also wie lange lebst du schon hier, wo kommst du aus Deutschland her, damit die Leute so ein bisschen erfahren, wer du bist und was du hier so machst. Wir sind tatsächlich das 26. Jahr hier. Habe ich mir schon gedacht, dass wir wahrscheinlich schon ein bisschen länger hier auf der Insel. Wir sind schon eine Weile hier, ja. Okay. Das wären jetzt dann 26 Jahre. Im Mai hat das Ganze damals angefangen, vor 26 Jahren. Mhm. Das ist schon eine ganze Weile. Das war damals, geplant waren 1 bis 2 Jahre. Das war ein ärztliches Anraten der Ärzte, der Chirurgen und der BG-Ärzte von meinem damaligen Mann, weil der hatte einen Autounfall und dem ging es ziemlich schlecht. Ja. Und die haben gesagt, Klimawechsel. Mhm. Und dann sagte er, wow, cool, ich wollte schon immer mal nach Spanien, dachte an Andalusien. Und dann haben die Ärzte gesagt, nein, nicht Andalusien. Mm. Teneriffa, Norden von Teneriffa, Heilklima. Ah, okay. Tatsächlich. Oh, ja, oh, okay, dachte mir, Teneriffa? Okay, gehen wir mal schauen, ne? Und dann sind wir damals im Mai hingeflogen, im Oktober waren wir dann da. Und gedacht waren einfach 1 bis 2 Jahre wegen dem Bein. Und es hat geholfen. Wow. Mega geholfen, ja. Also die hatten recht. Und dann? Die Ärzte hatten also recht. Da habt ihr in den 2 Jahren schon beschlossen, so das ist es hier? Nein. Wir ziehen hier um, oder? Achtung, da kommt jetzt ein Pferd durch. Ein Pferd, Moment. Rumi muss einmal durch. Werde ich auf dem sitzen? Auf dem Rumi? Nein, auf Petit. Nein, auf Petit. Mhm. Oh, Petit. Ja, wir waren die ersten 11 Monate da kommen wir ein auf... Stück her. Genau, so. Wir waren die ersten 11 Monate auf La Gomera im Haus von Freunden. Mhm. Im Norden, ein bisschen abgeschieden, war ganz schön. Aber ich habe auch gleich gearbeitet. Ich habe in einem Hotel dort gearbeitet, in einem Turismo Rural Hotel. Yeah. La Gomera ist auch eine sehr, sehr schöne Insel. Total. War ich noch nicht. Toll. Aber will ich auch mal hin. Und haben uns dann aber nach dem einen Jahr doch für Teneriffa entschieden, weil es einfach ein bisschen mehr Platz bietet, ne? Und auch hier von der Landschaft ist einfach doch ein bisschen flacher. La Gomera hat halt echt Berge und Berge und Schluchten und Teneriffa hat das auch viel, aber ist doch ein bisschen flacher und also ist sehr schön hier einfach. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen, ne? Und wir sind jetzt echt 26. Jahr hier, unglaublich. Habt ihr Kinder? 3. Okay. 3 Kinder. Und die waren damals auch schon da, oder? Nein, nein. Okay. Die sind alle hier geboren. Ach nein. Ja, Wahnsinn. Der Älteste ist 20, der hat jetzt Abitur. Mhm. Der macht jetzt wahrscheinlich Tourismusschule, der orientiert sich gerade so ein bisschen. Führerschein, Tourismusschule. Der Zweite ist 15, der geht ganz normal auf die fortführende Schule hier aufs Instituto in Ikot. Mhm. Und der Kleine ist erst 8.
Der geht in die Grundschule, ja. Da ist alles Ach, noch Wahnsinn. Offen, mal hier gucken. Geboren. Das heißt, sie sprechen wahrscheinlich fließend Spanisch. Spanische Schulen, ganz normale spanische Schulen. Ja. Für uns kam keine deutsche Schule in Betracht, aufgrund dessen, dass wir hier oben überhalb von ICOT sind. Die deutsche Schule hätte ein bisschen Grundschule in Puerto de la Cruz, aber dann die weiterführende Schule in Tabayba. Das ist Wahnsinn, die sitzen ja 1,5 Stunden für eine Strecke im Auto genauso. Oder im Bus halt. Ja, ja. Ne? Aber wir müssen ja trotzdem nach Los Realejos, dort La Longuera fährt der Bus. Nein, das geht gar nicht. Nee. Die waren aber immer safe, die waren immer gut auf der spanischen Schule. Das hat gut funktioniert. Niki, als ihr dann hierhin tatsächlich dann auch ausgewandert seid, ne? Also nach dem Probeleben, wo ihr gemerkt habt, das gefällt euch, das bringt auch gesundheitlich was. Ja. Ja, wie kann man sich das vorstellen vor 26 Jahren? Ja, wie ging es dann weiter? Genau, ja? Wie habt ihr euer Leben hier aufgebaut? Wie bist du dann zu diesem Hof gekommen, also zu dieser Finca mit den Pferden? Ja, ich sage immer zu den Leuten, es kommt eigentlich immer anders, wie man sich das vorstellt. Ne? Wir sind hergekommen so, wie, wir sollen nach Teneriffa? So, was ist Teneriffa? Ne? War meine Oma immer jahrelang überwintern. Aha, ja. Zu meiner Oma gefahren, damals Diaz angeguckt. Die hatten noch Diaz. Ne? Das ist Teneriffa, okay, da fliegen wir hin. Ne? Dann waren wir 11 Monate, waren wir auf La Gomera, sind dann hierher und haben tatsächlich die Finca gekauft. Waren keine Pferde da, es war alles verwuchert, es war alles zugewachsen, es waren ganz viele Brombeeren, es war nur das Haus. Wir haben das alles aufgebaut, weil wir haben dann 3 Pferde für uns gehabt. Okay. Ich habe gearbeitet in einem Immobilien- und Baugeschäft und dann auf einem Pferdehof. Und damit hat das Ganze angefangen, weil wir hatten 3 Pferde für uns. Einfach für uns zum Reiten, hatten noch einen Fohlen aufgenommen und habe dann in La Orotava bei meinem Chef, und wir haben immer noch super Kontakt, da gibt ja auch Kurse, einmal pro Jahr gearbeitet, Büro, Reitstunden, Stallausritte, alles Mögliche. Und da kam es dann, der Markus Eschbach damals, die sind aber schon lange wieder in der Schweiz, der hat viel auf den Reitplätzen gemacht, Reiten lernen und hatte nicht so viel für Ausritte frei. Und er hat zu mir damals gesagt, Mensch, hol dir noch 3, 4 Pferde, nimm doch du die Leute mit für die Ausritte, damit das hier, das war damals alles in spanischen Stellen, alles so ein bisschen holter die Polter. Okay. Und hat gesagt, lass uns das vernünftig aufziehen, lass uns das gut machen, ne? Und nicht die Anfänger auch auf Hobby-Galoppi-Ausritte und nachher fallen die Leute runter. Ne, mach du den Teil Ausritte und er ist mehr der Trainer, der Ausbilder. Ja? Ach, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen, ne? Dass wir das damals... Wir haben die Pferde jetzt 24 Jahre und sind als Betrieb im Juni werden es 22 Jahre. Wow. Und machen die Ausritte Wahnsinn. Jeden Tag. Na, wir machen ein bisschen Reitstunden am Nachmittag, aber ganz wenig. Aber es starten jeden Tag 1, 2 Gruppen in die Wälder. Richtig genial. Das heißt, ihr habt richtig auch eine Homepage und du meinst, online buchen. Das findet man wir arbeiten Internet. Mit einigen Anbietern zusammen. Mhm. Ansonsten über die Homepage, na, natürlich viel E-Mail, WhatsApp. Ja. Und also wir sind ursprünglich hierher gekommen wegen dem kaputten, kranken Bein von meinem damaligen Mann. Wir wollten ein bisschen ruhiger leben, wir wollten ein bisschen nix da, ne? freier leben, alles ein bisschen runterfahren. Ja, also das ist ein bisschen gescheitert. Aber zum Positiven. Zum Positiven verändert und sind jetzt mit 13, 14 Pferden und den täglichen Ausritten zugange. Wahnsinn. Jetzt, Niki, nach so einer langen Zeit, die du ja hier oder ihr hier lebt, was hat sich so verändert in diesen auf Jahren? Teneriffa. Auf Teneriffa jetzt speziell. Also ich muss sagen, da wir natürlich Hunde und Pferde und Tierliebhaber sind, muss ich sagen, die Tierwelt hat sich mega zum Guten verändert. Okay. Wirklich, in den ganzen Jahren. Ne? Also das mit den Straßenhunden und die Tierliebe der Canarios hier. Die schauen viel besser nach ihren Tieren. Die gehen zum Tierarzt, die kaufen alles. Mhm. Nicht alle, es gibt überall schwarze Schafe. Ne? Die gibt es immer und überall. Aber es hat sich so zum Guten verändert, auch mit den Straßenhunden. Wir hatten damals Rudelbildung in den Wäldern. Man musste immer einen Stock oder einen Stein dabei haben und so. Da waren teilweise bis zu 8 bis 10 Hunde. Man musste aufpassen beim Reiten. In den Wäldern oben. Und das hat sich wirklich, das sind gar keine mehr. Und es sind viele Tierschützer und auch die Canarios sind teilweise super tierlieb, auch mit den Pferden. Gut, dass jetzt wenig Geld da ist, um die hohen Futterkosten zu bezahlen. Ne? Da können die auch nichts dafür. Aber die machen es mit den Pferden auch viel, viel besser. Ja. Das hat sich sehr, sehr zum Positiven verändert. Sehr schön. Und
Ja, auch wenn die Südautobahn sehr voll ist mit Autos, ist das Verkehrsnetz doch viel besser geworden wie früher. Ja? Ja. Also die Verkehrsführung ist viel besser. Okay, die Verkehrsführung, aber es ist, also mir fällt, ich meine, ich bin erst seit 2,5 Jahren da, aber selbst jetzt fällt mir doch sehr auf, dass die Insel sehr voll ist. Hast du? Ja. Doch, ne? Also wir kriegen natürlich nicht so viel davon mit, weil, ja, weil wenn man sich das hier oben mal anschaut, ist es sehr ruhig. Absolut. Die Pferde sind da, die Hunde sind da, die Vögel zwitschern. Also es ist ja wirklich, ne, Balsam für die Seele, wenn man von unten oder von Ballungsgebieten, Tourismusgebieten kommt. Wir reiten hoch in die Wälder, da haben wir auch sehr ruhig. Ja. Jedes Mal, wenn wir in Süden fahren oder in Ballungsgebiete, dann sind wir doch etwas geschockt. Es ist voll, ja. Ja, mir geht es nämlich genauso, ne? Und dann kommt man wieder auf seine, wir haben ja auch eine Finca, ne? Zwar nicht so groß und dann keine Pferde, aber es ist wirklich dieses wieder in seine heile Welt kommen, zurückkommen, ne? Und ja, es ist schon krass. Und auch Puerto, ne, wenn man da jetzt irgendwie Termine hat, also es fällt uns extrem auf, da findest du wirklich kaum mehr einen Parkplatz. Bist du noch in Deutschland so im Jahr? Alle 2 Jahre fahren wir mal hin. Alle 2 Jahre? Ja, okay. Zu den Eltern und die Kinder. Der Große, der geht eigentlich jedes Jahr 5 Wochen. Mhm. Der hat ein bisschen mehr Kontakt da und schaut sich das an und überlegt sich vielleicht auch mal ein Praktikum in Deutschland zu machen, ja, im handwerklichen Bereich. Ja. Aber ansonsten als Familie fahren wir so alle 2 Jahre fahren wir mal hin. Das reicht. Ein paar Tage, ja. Ich komme hier halt auch schlecht weg. Ja, gell? Eben. Ich kann immer ein paar Tage, die Kinder können ein bisschen länger dann, ne? Mhm. Gehen wir die Familie besuchen und machen ein paar Ausflüge, dass sie so ein bisschen Kontakt zu Deutschland haben. Aber ansonsten, die kommen alle gerne wieder, die sind super gerne da. Die wollen hier auch gar nicht weg. Ach, das ist toll. Die wollen hier überhaupt nicht weg. Die sind gerne auf der Schule, die sind gerne da und die möchten auch gar nicht in Deutschland jetzt irgendwie länger bleiben. Mhm. Ja, habt ihr alles richtig gemacht, ne? Ja, es war natürlich immer ein bisschen schwierig. Man bleibt hier natürlich der Ausländer. Ganz klar, wir sind Ausländer, ne? Mhm. Aber ist auch gar kein Problem. Selbst nach so vielen Jahren. Naja, auf meiner Brotrechnung, hier kommt jeden Tag der Bäcker und bringt mir Brot. Auf meiner Brotrechnung steht immer noch oben Extranjera. Das heißt Ausländerin. Das meinen die aber nicht böse, weil ich bin hier die Ausländerin. Hier gibt es nicht so viele Ausländer im Dorf. Extranjera con caballos steht manchmal drauf. Die Ausländerin da mit dem Pferd. Aber die meinen das nicht böse, ne? Ja. Also wir sind hier die Ausländer, aber wenn wir nach Deutschland kommen, kommen wir auch nicht so ganz gut zurecht, weil viele Dinge wir dann auch nicht mehr so gewöhnt sind. Ne? Ja. Hier wird doch vieles lockerer gesehen und lockerer gemacht. Man hängt so ein bisschen zwischen zwei Welten. Ne? Okay. Man ist hier natürlich kein Kanadier, ja, aber in Deutschland ist man auch nicht mehr so der klassische Deutsche. Ne? Also, obwohl man hier doch so, wie du sagst, integriert ist, ne? Und die Kinder voll zur Schule. Ja. Und man hat einen guten Kontakt zu den Kanarios, zu den Nachbarn. Ja. Trotzdem, wie du sagst, ist das bleibt für immer, ne? Ja, klar. Ne? Aber es ist schön hier, ne? Ja. Es ist schön zum Leben. Wir sind gerne da. Wir möchten auch, wenn es geht, gerne auch noch eine ganze Weile bleiben. Ja, schön. Ja, super. Niki, dann würde ich sagen, es wird jetzt hier ein bisschen warm, ne? In der Sonne. Wir starten jetzt unseren kleinen Ritt und dann freue ich mich drauf. Das ist noch Alena, die hilft uns im Moment hier. Hallo. Für 6 Wochen und macht es eigentlich super, betreut die Gäste mit. Erklärt, hilft, reitet mit als Backguide, betreut die Ritte und ist eigentlich immer zur Stelle, wenn Fragen sind und super. Macht das ganz toll. Also wenn hier ich nachher vom Pferd fliege, dann fängt sie mich auf. Sehr gut. So, wen haben wir hier, Niki? Das ist die Romy und das ist ihr Bruder, tatsächlich der Bruder. Das ist der Cucho, Marcucho. Also eigentlich Romina und Marcucho. Wir haben die jetzt erst relativ neu. Die Romy macht das aber ganz, ganz toll. Die war auch geritten. Der Marcucho hier war nicht geritten. Die sind tatsächlich aus Icod. Von einer älteren Spanierin, die gesundheitliche Probleme hatte. Und die hatte 5. Das war ein bisschen viel. Okay. Dann hat die irgendwann um Hilfe gerufen, hat gesagt, die schafft das nicht mehr. Und dann haben wir die Romina abgeholt als erstes und dann ihren Bruder dann auch noch. Haben hier noch ein bisschen gebaut, haben hier, na, also nicht nur den Round Pen, sondern hinten auch noch Stall. Und die können das alles hier nutzen. Die stehen zu zweit. Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Ist das hier quasi so ein bisschen auch so eine Auffangstelle, wenn du jetzt irgendwo mitbekommst, da ist ein Pferd? Ja, wir könnten jede 2. Woche ein Pferd aufnehmen, aber wir können das vom Platz nicht. Okay. Das geht vom Platz nicht, das geht auch finanziell nicht. Also wir haben Leute, die Patenschaften übernommen haben, auch gerade für die Romy. Haben wir eine super nette Frau aus Deutschland, die Andrea, die hat die Patenschaft übernommen.
Und für den Cucho haben wir auch jemanden. Und auch für andere Pferde oder wenn die älter werden oder weil die Futterkosten sind ja enorm. Wir haben das heute mal nochmal hochgerechnet. Die sind fünfmal so hoch im Moment wie in Deutschland. Boah, also es ist unglaublich. Mann. Wir zahlen für so einen großen Ballen zahlen wir bald 200 Euro. Die gibt es in Deutschland zwischen 35 und 45. Ja, und viele Pferde werden nun mal ja auch hier nicht, wie soll ich das sagen, nicht artgerecht gehalten. Oder? Ja, und wir könnten jede zweite Woche kriegen wir irgendeine Hilferuf. Aber wir können Gott sei Dank auch im Süden an die Emmana Horse Rescue, die nehmen auch viele auf, aber die sind jetzt auch voll. Und leider geht es im Moment vielen Pferden nicht ganz so gut. Okay. Durch die hohen Futterkosten. Ne? Die Spanier sind halt natürlich auch, die machen das nicht absichtlich, aber die sind natürlich auch teilweise ziemlich verzweifelt. Gehälter sind gering, Futterkosten steigen unglaublich. Und dadurch, haben wir auf jeden Fall die zwei aufgenommen, aber da lag es weniger an den Futterkosten. Die Frau ist einfach krank geworden. Ja. Sind älter, mit dem Bein war Probleme. Ah, dann kommen noch Gäste. Dann gucken wir mal. Hola, hi. Ich verschneide jetzt mal noch die Satteltaschen, da kann man auch alles einpacken. Wenn die Leute Wasserflaschen dabei haben, also in Deutschland hat man ja immer ganz gerne so Sickbottles oder so, die sind immer ein bisschen hart. Dann polstern wir das. Also wir sagen immer am besten so weiche Plastikflaschen mitbringen und so, damit das hier alles am Pferd schön weich ist. Vom Sattel her, das sind Western-Sättel. Die sind angepasst mit speziellen Decken und so. Wir haben eine ganz tolle Sattlerin in Norddeutschland, weil das gibt es hier nicht. Okay. Leider gibt es keine Sattler, die das hier irgendwie anpassen oder nachmessen. Wir arbeiten mit Sattelgitter, Schablonen, Aufnahmen. Wir haben eine ganz nette Sattlerin in Norddeutschland, die das dann einfach mit Videoanalyse, Schweißbild und mit Schablonen und Gittern und so uns alles abnimmt, Verbesserungen macht, zurechtsetzt und mir hilft. Weil da steht man ein bisschen alleine und verloren auf der Insel, um Sättel anzupassen. Ich meine, man eignet sich natürlich im Laufe der Zeit viel Wissen an, aber trotzdem immer besser ein Sattler schaut drauf, damit es den Pferden gut geht, damit die gut laufen können, damit die halt auch viele Jahre hier auch Freude haben. Ist ja auch bequemer für den Reiter. Ne? Muss man ja auch. Das sind Western-Sättel, die verteilen das Gewicht unheimlich gut auf dem Pferderücken für lange Ritte, weil wir machen ja auch Ritte mit 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden. Und da ist das A und das O einfach das Equipment. Also ein Pferd kann nicht gut laufen und happy sein und gut mitmachen, wenn der Sattel zwickt und nicht passt. Ja. Also das ist immer das allererste, dass das Equipment passt. Das ist ganz wichtig. Okay. Ich steige jetzt auf das Pferd. Wir steigen immer mit einer Erhöhung auf. Wie hieß er? Adolfo? Nein, Aladdin. Aladdin, du darfst nicht mit. Ah ja, der nervt ein bisschen. Aladdin, geh mal weg jetzt. Da. Okay. So, Achtung, das Aufsteigen ist immer ganz wichtig von der Erhöhung. Gut fürs Pferd. Dann links rein. Ja. Genau. Und hier hoch, festhalten. Ja. Und langsam ein. Nein, einfach oben am Knopf. So, und rüber und langsam einsitzen. Ja, perfekt. Ah. Genau. Okay. Und jetzt richten wir das Ganze mal aus. Ja. Achso, die Füße rein? In die Steigbügel. In die Steigbügel. Boah, ist das hoch. So, jetzt gracias. Erstmal eine Linie bilden. Das ist ein bisschen, machen wir vielleicht einen Punkt länger. Mit dem ersten Drittel reingehen, Beine lang, Absätze tief. Aber so schlecht sind die gar nicht. So, ne? Also Beine mal lang, genau. Also sind die so gleich? Die müssen natürlich auch gleich lang sein. Ja, oder? Oder ist der länger? Der Sattel gerade? Ja. So, sind die gleich lang für dich? Ja. Ja? Also die sind, ich sitze sehr bequem hier. Genau. Mit dem ersten Drittel rein, also nicht ganz reinrutschen, mit dem ersten Drittel rein. Mhm. Beine lang, Absätze tief. Ja. Genau. Okay. Gut. Und dann die Zügel nehmen. Ali bleibt bei dir. Mal Zügel nehmen, schön entspannt die Zügel. So, ganz so, relax, vor dem Horn, tief, das Ende ein bisschen auf die Seite hängen lassen, vor dem Horn, ach so, tief halten. Hier okay. Vorne. Genau, ja? Ja. Gut. Lenken. Oh, krass, wie hoch das ist. Nach lenken, nach rechts, nach links. Nach links. Und wenn er stehen bleiben soll, so ein bisschen ziehen. Ja, genau. Und Abstand, ran, weg, Intervall, ran, weg, ran, ein bisschen ran, weg, ran, weg. Gut. Und weiter über die Beine, ja? Aber Ali ist da, der hilft auch. Okay, ja? Super. Ja. Okay, perfekto, gracias.
Oh, jetzt kommt da noch ein Auto. So. Guck mal, ich bin auf dem Pferd. Ja, alles gut. Jetzt habe ich mich doch getraut, die Kamera anzumachen, während ich auf dem Pferd sitze. Weil ich aber so langsam das Gefühl dafür tatsächlich bekomme. Und ja, es ist schon echt ein Wahnsinnsgefühl. Von hier oben das Pferd dann quasi so ein bisschen zu lenken. Und jetzt sind wir auch die Straße durch, sodass wir jetzt wirklich hier mitten in der Natur sind. Und es sind wirklich Wahnsinnsbilder. Also richtig, richtig toll. Die Natur hier so auf diese Art und Weise zu genießen. Ne? Sag mal, mag's mich, ne? Der hat alles gemacht, was ich wollte. Mit stehen bleiben und nach links und nach rechts. Ist ein ganz lieber. Ne, Petit? Du magst mich, ich mag dich auch. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe immer schon mein Leben lang Respekt vor Tieren gehabt, sowieso, aber Respekt vor Pferden, ne? Und weil das für mich einfach, ja, erstmal sehr große Tiere sind und ja, irgendwie so ein bisschen unberechenbar, ne? Und ja, wie tickt so ein Pferd? Das hat mich schon immer irgendwie sehr fasziniert. Na komm! Ja, und das ist schon echt Wahnsinn, auf so einem Gefährt zu sitzen und zu reiten und dass die uns wirklich dann auch tragen. Und ja, ich finde es faszinierend. So, ich bin gerade fast ausgerutscht, aber alles gut gegangen. Wir sind jetzt wieder zurück und bringen die Pferde jetzt wieder an ihren Platz. Aha, hier gibt es nämlich diese blauen Punkte, diese Markierungen, und da sollen die Pferde laufen. Ja, die Pferde rutschen auch. Also das ist hier nicht ohne. Die Neigung hier und dann auch noch rutschig. Uiuiui. So, gleich geschafft. So, wir sind jetzt wieder zurück von unserem Ausritt. Ja, ich bin immer noch ein bisschen so auf Adrenalin und gleichzeitig so, wow, ich saß auf einem Pferd und ich habe es überlebt. Ich habe es geschafft und es hat wirklich so die ersten Minuten, ich weiß nicht, was so Anfänger berichten, ne? Also da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt noch die Kamera in die Hand nehme und filme. Das ging gar nicht. Aber danach wirklich, Petit hat das echt super gemacht, war ganz lieb zu mir und ruhig. Und ja, die Landschaft da oben ist einfach nur gigantisch, ne? Und von daher, ja, wenn ihr mal reiten wollt oder hier im Urlaub seid, dann kann ich das auf jeden Fall hier empfehlen. Magst du noch was sagen? Magst du jemanden grüßen, Niki? Jetzt hast du die Gelegenheit. Ja, alle Reiter und Pferdeliebhaber in dem Sinn. Und wollte mich auch noch mal bedanken. Und Tanja hat es super gemacht. Dankeschön. Ja, die ersten eurer Hilfe. Minuten sind immer spannend. Ja, vor allem. Man denkt, oh Gott, was mache ich hier? Ich sitze auf einem Pferd, es wackelt. Ja, und man muss dazu sagen, die Einfahrt hier ist nicht ohne. Ne? Ja, man muss erst mal berghoch, dann geht es nochmal berghoch, ja, und immer noch berghoch. Und dann geht es in den Wald. Sie hat es super gemacht, alles toll. Danke. Und bei allen Anfängern, ne? Wir begleiten ja auch gerne, ja, geben Tipps. Aber die ersten Minuten sind spannend. Auf jeden Fall. Ja, liebe Grüße. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Dank. Danke fürs Kommen, fürs Mitreiten. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Gebt uns gerne einen Like. Und wenn ihr das erste Mal schaut, dann abonniert gerne diesen Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.